Ja, meine Damen und Herren, ich darf alle bitten, Platz zu nehmen, die noch Platz suchen. Es ist noch freie Platzwahl. Wir gehen in unsere dritte Runde. Wohin steuert die EU? Und jetzt ist wirklich die EU gemeint. Wir haben nach einem spannenden Austausch mit Ivan Krastev und Sven Giegold, die den großen europäischen Blick eingenommen haben und schon so ein bisschen skizziert haben, worum es gehen könnte, was die veränderte Zusammensetzung der Fraktionen im Europaparlament bedeuten wird, haben wir in einem zweiten Panel interessante Einsichten, tiefere Tiefenbohrungen aus unterschiedlichen Ländern gehört. Und eine Sache, die mich doch sehr berührt hat, war zu sehen, wie stark die europäischen Wahlen auf innenpolitische Prozesse zurückgewirkt haben. Wir sehen das in Deutschland, wir haben das gehört von Frankreich und wir haben es auch gehört von Griechenland. Und deswegen sind wir jetzt zurück in einer letzten Runde in Brüssel sozusagen mit dem Grundgedanken, der uns die ganze Tagung überträgt. Die Menschen haben die Erwartung, ihre Stimme bedeutet etwas. Der hohe Wahlausgang in Europa von 51% im Durchschnitt und die hohe Steigerung auch von Wahlbeteiligung, nicht nur in Westeuropa, sondern auch in Zentraleuropa, in Polen zum Beispiel um 22%, hat zur Folge, dass die Menschen stärker hingucken werden. Was passiert denn jetzt eigentlich an politischen Projekten, die geplant werden und die jetzt im Moment angefangen werden zu verhandeln? Ich freue mich wirklich sehr, dass wir für diese Runde Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Kontexten gewinnen konnten. Und zunächst nochmal verbunden mit einem ganz herzlichen Glückwunsch. Das geht jetzt nicht nach der, nach der üblichen Höflichkeit, sondern nach der Frage, wer hat erfolgreich den Wahlkampf geführt. Und das ist Reinhard Bütikofer. Reinhard, auch an dich nochmal herzlichen Glückwunsch zum Wahlergebnis. Wir freuen uns wirklich, dass du es möglich gemacht hast, hier bei uns zu sein. Ich darf vorstellen, also Reinhard gehört seit 2009, ist jetzt sozusagen die dritte Legislatur, die er machen wird. Er ist seit 2012, das ist auch noch wichtig zu wissen, Vorsitzender auch der EGP, also der Europäischen Grünen Partei. Und für die Heinrich-Böll-Stiftung berät er uns in unserem Beirat Transatlantik und Europa. Ja, ich darf begrüßen ganz auf der anderen Seite Anna Frenieu. Sie ist freie Journalistin. Sie lebt jetzt in Paris, ist aber gebürtig aus Ungarn. Also sie gehört zu den 600.000 Menschen, von denen Ivan Krastev sprach, die zentraleuropäische Staaten verlassen haben, um anderswo zu arbeiten. Aber in ihrem Fall ist das sehr gut, weil sie nämlich für viele Journale, Zeitschriften, Magazine schreibt über Populismus, über Migration, Diversity, Inklusion. Und wer mehr wissen will, guckt einfach auf www.anna-frenieu.de, interessanterweise. Also sie ist aus Budapest, lebt in Paris und hat eine E-Mail-Adresse.de. Herzlich willkommen, Anna. Wir sind sehr gespannt, noch mehr zu hören von den ungarischen Wahlergebnissen und den zukünftigen Aufgaben, die sich daraus ergeben. Ich freue mich, Lukas Gutenberg zu begrüßen. Er ist stellvertretender Direktor des Jacques Delors-Institutes in Berlin und ein Experte in europäischer Wirtschaftspolitik, insbesondere Währungspolitik. Aber ihr macht bei Delors viele Fragen rund um Fragen von Steuerrecht und zukünftige Projekte. Ihr kümmert euch auch insgesamt um die Frage, wohin steuert politisch die Europäische Union. Und insofern bist du für uns hier der richtige und sehr kompetente Gesprächspartner zu diesen Fragen. Und ich freue mich sehr, Professor Dr. Teresa Pulano aus Basel zu begrüßen. Sie ist aber eigentlich Italienerin von Geburt her. Sie ist Philosophin, hat in Sciences Po studiert und promoviert in politischer Theorie. Und das Interessante ist jetzt, dass sie
Konzepte der politischen Theorie und der politischen Philosophie verwendet, um aktuelles Zeitgeschehen zu interpretieren und umgedreht überlegt, welche aktuell politischen Momente wirken eigentlich zurück auf die politische Theorie. Und das macht sie natürlich zu einer interessanten Gesprächspartnerin, wenn es um die Auswertung von europäischen Wahlen geht. Und eines ihrer Kernprojekte ist die Frage, ob die europäische Staatsbürgerschaft etwas verändert am Staatsverständnis und am Europaverständnis der Menschen, ob das sozusagen ein Hebel wäre, Europäisierung weiterzutreiben und ja, populär im wahren Sinne des Wortes zu machen. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Themen quasi einfach nur qua Personen hier aufgerufen. Wenn wir überlegen, wohin wollen wir schauen? Wir wollen schauen auf die Institutionen. Wir wollen schauen auf das Thema Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen schauen auf das Thema Liberalität und Rechtsstaatlichkeit und auf das Thema Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wir fangen vielleicht mal mit den, Reinhard, mit dem Thema Institutionen an. Im Moment läuft ja ein interessanter Prozess der Aushandlung, zunächst mal der Posten, die zu vergeben sind, aber zugleich liegt ja darin auch ein eminent inhaltliches Thema, das auf politische Projekte oder das aus politischen Projekten besteht. Wir hatten in unserer ersten Runde, hatte Sven Giegold darauf verwiesen, dass es wahrscheinlich und vielleicht auch zum ersten Mal für die Grünen die Chance geben wird, so eine Art vielleicht nicht Koalitionsvertrag, aber Projektevertrag zu schmieden. Und welche Projekte wären das, die für die insgesamt für die Europäische Union anstehen und welche wären es speziell für die Grünen, wenn wir uns quasi so eine Palette vorstellen von dringlichen Themen, wie da ist die Finanzstruktur der Europäischen Union, vielleicht auch das Klima, wenn man das nicht zu den neuen Themen zählen will. Auf der anderen Seite haben wir Altlasten, die noch nicht gelöst sind, siehe Brexit. Und wir haben ganz neue Themen, die auch mit der Europawahl noch mal viel stärker auf die Agenda gekommen sind. Und ich nenne da neben dem Thema Klima, das soziale Thema soziales Europa, insbesondere aus dem Süden, Thema Innovation und Digitalisierung, Thema China und natürlich immer noch oder auch wieder neu das Thema europäische Erweiterung. Welche politischen Projekte werden in der kommenden Mandatsperiode auf der Agenda stehen, Reinhard? Danke für die Frage, danke auch natürlich für die Einladung, die Gelegenheit, hier mitzudiskutieren. Ich glaube, die Chance ist mehr als 50%, dass die Grünen im Europäischen Parlament für eine Mehrheit gebraucht werden. Numerisch vielleicht nicht, aber die Kohäsion, der Zusammenhalt, insbesondere der liberalen und der sozialdemokratischen Fraktion, ist, soweit man das in den letzten 5 Jahren beobachten konnte, so schwach, dass die rein zahlenmäßige Addition keine verlässlichen politischen Gestaltungsmehrheiten zulässt. Das hat man ein bisschen gemerkt jetzt schon ganz am Anfang. Manfred Weber, der Spitzenkandidat war für die Europäische Volkspartei, hat gedacht, er lädt mal direkt im Anschluss an die Wahl ein, dass die verschiedenen demokratischen Fraktionen sich zusammensetzen, um darüber zu reden, wie der Zeitplan aussehen soll, wie der Fahrplan aussehen soll. Und war dann bass erstaunt, als ihm die Liberalen und die Sozialdemokraten gesagt haben, ja, also wenn Manfred Weber einlädt, kommen wir nicht. Und dann haben die Grünen gesagt, gut, dann laden wir ein. Dann kamen sie alle. Also das deutet schon ein bisschen darauf hin, dass wir da eine ganz, ganz interessante Rolle spielen können.
Nun ist ja das, dieses grandiose, dieses überragende grüne Wahlergebnis nicht ohne Schattenseiten, muss man auch sagen. Fast alle Sitze, also wir werden eine Fraktion haben, die, das hat Sven sicher schon erzählt, die viel größer ist, als jemals war, aber fast alle Sitze sind aus dem Nordwesten Europas, aus dem Osten und aus dem Süden vergleichsweise wenig. Wenn jetzt nur der Nordwesten abgestimmt hätte, dann könnte man sagen, es war eine Klimawahl. Weil das war in Frankreich und in Deutschland und in England und in anderen Ländern tatsächlich eine Klimawahl. Aber für ganz Europa gilt das in der gleichen Weise nicht. Und deswegen werden wir, und das wird die eigentliche Aufgabe sein, nicht das arithmetische Zusammenstupfen einer Parlamentsmehrheit, sondern wir werden die Aufgabe haben, die Gestaltungsimpulse, die wir selber setzen wollen, die ungefähr einen Rückhalt von 10% der Sitze haben im Parlament, zu verbinden mit anderen Gestaltungsimpulsen aus anderen Ecken, aus anderen politischen Ecken auch, und da vielleicht dann was hinzukriegen, was nicht nur eine Addition von thematischen Säulen ist. Aber bevor ich dazu ganz wenige Bemerkungen mache, will ich nochmal die Fragestellung, wohin steuert die EU, in Frage stellen. Weil mir diese Fragestellung ein bisschen zu optimistisch ist. Ist es wirklich die EU, die steuert? Und damit meine ich jetzt nicht, will ich nicht abheben auf die ganzen starken Männer oder vermeintlich starken Männer in den einzelnen Hauptstädten, sondern ich will daran erinnern, dass die EU sich ja in einem internationalen Umfeld bewegt. Ich bin gerade am Wochenende bei der Shangri-La-Konferenz gewesen und da konnte man das mit Händen greifen, wie auf der einen Seite die USA und auf der anderen Seite China sich nie nur gegenseitig an die Wäsche gehen, sondern jeweils dem Rest der Welt signalisieren, hinter uns anstellen bitte. Also explizit so formuliert hat es weder der amtierende amerikanische Verteidigungsminister noch der chinesische Verteidigungsminister, aber die Botschaft war klar, der Rest der Welt muss sich jetzt entscheiden. Wollt ihr in dem einen Team mitspielen oder in dem anderen. Und das macht ja Trump fast in jedem zweiten Tweet auch klar. Und von chinesischer Seite wurde jetzt jüngst signalisiert, man habe auch Erpressungspotenzial, in dem darauf verwiesen würde, man muss ja nicht unbedingt seltene Erden exportieren. So. Und ich glaube, dass die EU überhaupt nur steuern kann, wenn sie sich dieses Umfeldes bewusst ist und einen Weg findet, eine Politik zu entwickeln, die nicht nur sagen, die Antwort ist auf die Querelen zwischen den verschiedenen politischen Lagern, die wir haben, sondern auf diese große globale, auf diese große internationale Herausforderung. Und die zweite Frage, oder der zweite Punkt, die Überschrift, die unterstellt ja, dass jemand steuert. Wer steuert eigentlich in der EU? Und das ist, glaube ich, auch ein ziemliches Problem. Ich nehme an, das ist vielleicht zum Teil schon drangekommen. Im Moment findet da ein richtiges Handgemenge statt, darum, wer eigentlich steuern darf oder wer beteiligt sein soll am Steuern. Das wird zum Teil abgebildet durch diesen Kampf um die sogenannten Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatinnen. Aber der Kern der Auseinandersetzung liegt meines Erachtens darin, dass nicht nur die expliziten Nationalisten in der EU,
sondern auch ganz aufrechte Demokraten wie Frau Kramp-Karrenbauer oder Präsident Macron der Meinung sind, man soll es jetzt mal nicht übertreiben mit der europäischen Demokratie und das Europäische Parlament solle mal warten, welcher Platz ihm zugewiesen wird. Und wir haben einen institutionellen Machtkampf zwischen dem Parlament, von dem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, im Maastricht-Urteil, es repräsentiert die Union der Bürgerinnen und Bürger, und dem Rat, der die zweite Union repräsentiert, aus der die EU insgesamt besteht, nämlich die der Mitgliedstaaten. Und im Moment ist nicht absehbar, wie dieser Kampf ausgeht. Und ich fürchte, wenn das Parlament den nicht gewinnt oder nicht wenigstens einen günstigen Kompromiss erzwingen kann, dass das für die Steuerungsfähigkeit Europas insgesamt einen massiven Rückschlag bedeuten wird. Denn die Kommission hat die Rolle, die sie mal eingenommen hatte, als eigentlicher Motor des europäischen Projekts längst verloren. Sie ist Stück für Stück zur Dienstmagd des Rates geworden. Und wenn die zweite unitarische Institution, die Europäische Union kennt, das Parlament, nun auch noch zurückgestutzt wird, dann bleibt am Schluss nicht mehr viel übrig als die Händel und die Deals zwischen den einzelnen Vertretern nationaler Interessen. Und vor dem Hintergrund des internationalen Umfeldes, auf das ich vorhin ganz vorsichtig hingewiesen habe, müsste das meines Erachtens mit hoher Wahrscheinlichkeit katastrophisch ausgehen, weil die EU dann, wenn das jeweils Nationale in den Vordergrund rückt und nicht das gemeinsam europäisch-demokratische, dann ist die EU eher Exerzierfeld der ausländischen Großmächte und nicht selber Gestaltungsfaktor. Und jetzt die Themen, die sind meines Erachtens schnell aufgezählt, und das wird wahrscheinlich, werden viele Beobachter ähnlich sehen. Die zentralen Themen sind einmal die Frage um die Rechtsstaatlichkeit. Können wir dafür sorgen, dass in der EU die Rechtsstaatlichkeit die Verbindlichkeit bekommt, die sie im Moment in vielen Fällen nicht hat? Da bin ich nicht total pessimistisch. Ich würde mit einer gewissen Freude darauf verweisen, dass die rumänischen Sozialisten möglicherweise gerade dabei sind, eine Kehrtwende zu machen, die europäischen Institutionen ihnen abzwingen. Nachdem jetzt der eigentliche starke Mann wegen Korruption ins Gefängnis gekommen ist, sagt die Ministerpräsidentin, die vor einem Jahr noch erklärt hat, sie macht als Ministerpräsidentin das, was er ihr sagt, sagt jetzt, wir hören auf, Korruption legalisieren zu wollen. Das muss man vielleicht noch nicht für bare Münze nehmen, aber es zeigt sich da schon, dass die europäischen Institutionen im Kampf und im Rechtsstaat nicht ganz hilflos sind. Das Zweite, und ohne das jetzt mit dem Rang zu versehen, ist aus meiner Sicht die Außenpolitik, das muss ich nicht lange erklären, aber ich denke, es liegt auf der Hand, ohne wenigstens ansatzweise zu einer Gestaltungsfähigkeit in der Außenpolitik zu kommen, und das heißt, über das Dogma der Einstimmigkeit wenigstens ein Stück weit hinwegzukommen, kann Europa auf der internationalen Bühne kaum eine Rolle spielen. Klimapolitik ist ganz sicher ein Thema, und ich hoffe, dass wir es verbinden können mit der Industriepolitik. Also da würde ich viel Optimismus, Zweckoptimismus von mir aus, investieren und sagen, wir sind an einem Punkt, wo wir argumentieren können, begründet und ich glaube auch überzeugend argumentieren können, dass die Notwendigkeit einer europäischen Industriepolitik, die sich auch aus dem internationalen Wettbewerb ergibt, gut einhergeht mit einer Transformation der Industrie in ökologischer, digitaler und sozialer Absicht. Und das könnte vielleicht so ein Pfeiler sein,
an dem dann verschiedene politische Kräfte mitwirken. Ich glaube, dass wir die Flüchtlingspolitik auf der Agenda haben. Ich glaube auch, wir müssen, du hattest das erwähnt, bei der Sozialpolitik durchsetzen, dass die europäische Bühne wieder das wird, was sie mal etwa für die Rolle der Frauen am Arbeitsmarkt gewesen ist, Garantin progressiver Standards. Und das zum Beispiel sowohl für Mindestlohnregelungen wie für Mindesteinkommensregelungen. Es ist auf Dauer politisch schwer auszuhalten, wenn jeder hergelaufene Populist sich mit dem Versprechen, national bestimmte soziale Standards zu sichern, die es vorher nicht gab, sozusagen die Mehrheiten zusammensuchen kann. So war es bei PiS mit dem Kindergeld, so war es in Italien mit Cinque Stelle, mit dem Bürgergeld. Und da muss die Europäische Union ein gemeinsamer Garant sein, meine ich, damit wir da was entgegensetzen können. Brexit ist kein Langfristthema. Ich glaube, der Nigel Farage und der Boris Johnson und der Donald Trump werden das schon hinkriegen, dass die im November dann ohne Deal draußen sind. Ich glaube, die Handelspolitik wird ein größeres Thema werden. Auch das spielt in den Zusammenhang mit der Industriepolitik und der ökologischen Politik mit rein. Und ich glaube, dass wir nochmal anfangen sollten. Das ist natürlich zwischen Berlin und Paris besonders streitig. Trotzdem anfangen sollten, nochmal was zur Stabilisierung der Eurozone zu tun und dabei Vorschläge aufzugreifen, die Präsident Macron schon lange gemacht hat. Ich finde ja nicht alle seine Vorschläge toll, aber in dem Bereich hat die deutsche Politik leider viel zu lange nur auf Verweigerung gesetzt. Und da würde ich hoffen, dass die neue Präsenz von dieser Renaissance-Fraktion vielleicht auch was dazu beiträgt, dass da eine andere Schlagzahl in Europa vorgelegt wird. Vielen Dank. Lukas, das waren ja jetzt quasi schon Steilvorlagen für das Thema Wirtschafts- und Sozialpolitik. In vielen Staaten wirkt die Krise noch nach, die Wirtschafts- und Finanzkrise von 2007, 2008. Reinhard hat das erwähnt, die Vorschläge von Macron liegen auf dem Tisch. Gleichzeitig gibt es einen ungeheuren Marktdruck durch den Wirtschaftskrieg oder wie nannte Krastev das, durch den Kalten Krieg zwischen China und den Vereinigten Staaten. Und der Punkt, von dem jetzt erstmal alle erleichtert seufzen, dass er nicht eingetreten ist, dass die Rechtspopulisten das Europäische Parlament kapern, ist jetzt ja noch lange nicht abzuleiten, dass es stabile proeuropäische Mehrheiten gibt. Das heißt, das Thema soziales Europa, so wie Reinhard es angesprochen hat, der wird steht auf der Agenda, um Europa selbst zu stabilisieren. Was sind in dieser, könntest du nochmal auf die französischen Vorstellungen zu sprechen kommen und darauf, sind davon Antworten, die das die europäische Politik mit allen Institutionen geben muss in der nächsten Legislatur, einschließlich der Eurozonenfrage? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich würde so drei Punkte sehen. Reinhard hat das ja schon angedeutet, ganz am Ende. Ich glaube, erstens, wir haben beim Thema Eurozone ganz viele offene Punkte und nur weil wir gerade im Moment nicht so Druck in den Märkten haben, ist das ein Thema, das jetzt gerade so ein bisschen unterm Radar läuft. Und auch weil die wirtschaftliche Entwicklung in Europa ja die letzten 3-4 Jahre jetzt doch relativ gut war. Wir haben in fast allen Ländern irgendwie abnehmende Arbeitslosenzahlen und auch wieder Wachstum. Von daher ist das so ein bisschen aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Aber das ist natürlich ein Problem, das ungelöst ist und das eher sich noch verschärft hat dadurch, dass wir zwar im EP jetzt keine große populistische Welle gesehen haben, aber wir natürlich in Italien, dem zentralen Land bei diesen Fragen, eine Regierung haben, von der wir nicht wissen, ob sie kooperativ spielen möchte oder nicht, ob sie nicht zumindest in Teilen Pläne verfolgt, da ganz auszusteigen. Und wir haben, wenn wir ehrlich sind, auf europäischer Ebene kein richtiges Instrumentarium, um mit so einem Szenario adäquat umzugehen. Übrigens auch nicht, um den Rest
quasi der Eurozone in so einer Situation gescheit stabilisieren zu können. Da gab es gute Vorschläge aus Frankreich. Und die sind teilweise aus Berlin, teilweise auch aus den Niederlanden sehr stark zerredet worden. Und ich glaube, ein großes Problem, was wir dort haben und weiterhin haben werden, zumindest mal vielleicht das nächste Jahr oder so, ist, dass wir in Berlin eigentlich niemanden haben, der dazu richtig sprechfähig ist, weil es keine eigene Idee gibt. Also die Union möchte das nicht und die SPD hat sich irgendwann dazu entschieden, sich das nicht zu entwickeln. So. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem und ich sehe auch nicht, dass sich das in absehbarer Zeit löst. Ich glaube, wir haben ein zweites Thema, das ist die Frage Geld. Wir diskutieren jetzt gerade auf europäischer Ebene, wie wir in den nächsten 7 Jahren aufs Komma genau das Geld in Europa ausgeben wollen. Und wir müssen uns gut überlegen, ob wir das genauso machen wollen wie die letzten 7 Jahre oder ob man nicht ein bisschen aus den letzten 7 Jahren lernt und sagt, wir brauchen zum Beispiel eine gewisse Form von Flexibilität, auf Entwicklungen reagieren zu können, die wir heute noch gar nicht vorhersehen. Ich weiß noch, gut in der Krise ging es darum, bekommen wir neues Geld, um Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und es war extrem schwierig, in dieser sehr, sehr rigiden Struktur da überhaupt was zu bekommen. Und ich nehme an, dass das auch ein zentraler Bestandteil von jeder Form von politischer Vereinbarung auf europäischer Ebene jetzt sein sollte, wie man eben die Prioritäten für die nächsten 7 Jahre dort setzt. Und der dritte Punkt ist der Punkt Sozialpolitik. Ich glaube, wenn man sich anschaut, wenn wir von Sozialpolitik sprechen, dann meinen wir oft irgendwie am Ende des Tages Sozialtransfers oder eben die Investitionen in öffentliche Güter. Und wenn man ehrlich ist, kann der europäische Haushalt dazu natürlich einen Beitrag leisten. Aber der ist mit 1% des Bruttoinlandsprodukts am Ende viel, viel zu klein. Und deswegen, glaube ich, ist eine zentrale Frage, wie man von der europäischen Ebene aus sicherstellt, dass nationale Haushaltspolitik ihre Rolle erfüllen kann. Und da ist eine sehr wichtige Frage die Steuergerechtigkeit, die Frage, wie besteuern wir Unternehmen in Zukunft, weil natürlich ein System, wo man sich gegenseitig die Steuerbasis abgräbt, da auf Dauer auch einfach schlechte Sozialpolitik ist. Die andere Frage ist, man wird nochmal über die Fiskalregeln in der Eurozone reden müssen. Aber das sind, glaube ich, zwei sehr konkrete Punkte, die tatsächlich materiell sozialpolitische Auswirkungen in den Mitgliedstaaten haben. Ich würde es nochmal bei mir lassen. Siehst du politische Kräfte, die sich das Thema Steuergerechtigkeit auf die Fahnen schreiben und da diese sehr kompliziert auszutarierende Reform angehen? Nee, das Spannende war ja, dass auch da, dass zumindest Macron nach der Wahl auf die Agenda gesetzt hat. Ne? Die Frage Digitalsteuer, das ist eine technisch dann am Ende schwer umsetzbare Frage, so, aber die haben das irgendwie prominent auf die Agenda platziert. Und man hat sich da in Berlin ein Jahr lang nicht mit auseinandergesetzt, bevor dann irgendwie langsam im Finanzministerium eine Idee entstand, die interessanterweise jetzt nicht unbedingt viel damit zu tun hatte, mit dem, was die SPD im Wahlkampf dann dazu gesagt hat. Aber ich glaube, das ist am Ende eine Frage, gibt es da einen also bildet man da im Parlament unter in Brüssel einen Konsens und ist dann auch die EU, also Kommission und Parlament in der Lage, es dann mit den nationalen Finanzministern aufzunehmen. Weil natürlich da jeder genau auf seine eigene irgendwie Steuerbasis schaut. Und ich glaube, da dann wahrscheinlich die politische Farbe gar nicht so entscheidend ist. Aber dafür die Trump'sche Intervention bei der Frage mit stärker reinspielen wird. Das war ja das Thema, was Reinhard angesprochen hat. Hat die EU überhaupt noch einen Handlungsspielraum? Nee, man hat bei dir beim Thema genau gesehen, dass natürlich es in Deutschland eine wesentlich größere Angst vor wirtschaftspolitischer Vergeltung oder Bestrafung gab und deswegen der Wille da wesentlich kleiner war, als in Frankreich da bestimmte Schritte zu machen. Aber die spannende Frage ist ja auch, Reinhard hat es schon angesprochen, wenn wir europäische Handlungsfähigkeit wollen in wirtschaftspolitischen Fragen, dann können wir uns keine Währung leisten, die bei irgendwie jedem kleinen Abschwung sofort wieder in Frage gestellt wird. Deswegen sind diese großen außenpolitischen Fragen eben dann doch sehr stark verknüpft damit, wie wir in Europa miteinander umgehen und wie wir das den Rahmen setzen für den Euro. Bestes Stichwort, zusammelt in Europa, Anna. Nochmal auf Ungarn sozusagen,
ja vielleicht auch im rechtspopulistischen Lager in Anführungszeichen stabilisierendsten Faktor zu sprechen zu kommen. In Anbetracht der enormen Medienmacht, die Orbán hat, der Gleichschaltung, würde ich fast sagen, der Institutionen, ist es eigentlich erstaunlich, dass er das Ziel, das er sich gesetzt hat, 2/3 der Stimmen zu erreichen, nicht erreicht hat. Was würdest du sagen, schmälert das den Einfluss in Europa? Er hat sich ja so viele Feinde gemacht, auch in seinem Lager. Ist Orbán als Führer des rechtspopulistischen und des antieuropäischen Lagers handlungsfähig? Und was folgt daraus für vor allen Dingen natürlich für progressive Kräfte? Also zuerst wollte ich kurz auf deine Bemerkung eingehen, warum .de, nur ganz kurz. Also warum meine E-Adresse .de ist, weil ich lange in Berlin gelebt habe und ich wollte kurz meine Liebeserklärung an Berlin erstmal abgeben. Und jetzt zum populistischen Ungarn. Also Fidesz hat mit 52% gewonnen bei einer riesengroßen Wahlbeteiligung, also über 40%. Und das ist immerhin ein schönes Ergebnis, auch wenn das jetzt keine Zweidrittelmehrheit ist, sind 52% immer noch viel. Sie haben 13 Mandate im Moment. Vielleicht in der Europäischen Volkspartei, vielleicht auch nicht, weil sie gerade eben suspendiert worden sind, weil sie etwas unbequem geworden sind für die Parteimitglieder in der EVP durch die restriktive Migrationspolitik und die Kampagne gegen den amerikanischen Milliardär George Soros und so populistische Schritte, die eben nicht sehr sympathisch erscheinen. Aber ich glaube, dem Fidesz und Orbán insbesondere geht es weiterhin ziemlich gut. In seinem Land hat er eine sehr tiefe und feste Unterstützung. Und ich glaube auch, dass er in Europa etwas anspricht, womit viele einverstanden sind. Aber er spielt eben die Rolle, dass er Sachen mal ausspricht, die vielleicht auch andere denken, aber es dann nicht sagen. Also wenn ich mit anderen Kollegen aus anderen osteuropäischen Ländern diskutiere, stelle ich auch fest, dass Orbán in dieser Frage Migration eine Position angenommen hat, wo viele dann gar nichts gesagt haben und die ganze Aufmerksamkeit war dann auf Ungarn gerichtet. Aber eigentlich haben jetzt andere Staaten in dem Bereich, natürlich mit Ausnahme Deutschland und andere die viel dafür getan haben. Aber es gab einige Staaten in Ost- und in Westeuropa, die nicht viel mit der Flüchtlingsfrage anfangen wollten, wie Frankreich auch oder Großbritannien und so weiter. Ja, also Orbán ist ein Populist und er will den Kampf haben und er sucht danach, mit wem er sich kämpfen kann. Und er wird oft von der EU und von Brüssel auch angefeuert. Also man füttert ihn sozusagen. Das will er haben. Und was heißt das jetzt für die progressiven Kräfte? Ich meine, ist er unbesiegbar und stachelt er alle an oder gibt es Möglichkeiten, ihn zu stoppen? Eine Möglichkeit, die, wenn ich das richtig verstehe, hier in Berlin sehr, sehr ernsthaft diskutiert wird, nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel, ist tatsächlich die Vergabe europäischer Mittel zu binden, zu konditionalisieren an Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit. Im Fall von Ungarn ist die Sache in Anführungszeichen etwas einfacher als im polnischen Fall, weil tatsächlich Korruption wahrscheinlich nachweisbar sein wird. Ist das eine Möglichkeit? Die Geldquelle abzuschließen, sozusagen? Also die europäischen Gelder zu konditionalisieren und an die Einhaltung von Rechtsstandards zu knüpfen. Reinhard hat das hier von Rumänien beschrieben, dass da im Grunde genommen die Rumänen selber jetzt versuchen, das Problem in den Griff zu kriegen und muss man es im Fall von Ungarn von Brüssel aus tun.
Ja, also man muss ihn auf jeden Fall kanalisieren und das soll durch rechtsstaatliche Mittel passieren. Das kann mit den Geldquellen zusammenhängen. Mir hat der Vorschlag gefallen, den Sven Giegold vorhin gemacht hat, von wegen nicht direkt die Geldquellen zusperren, sondern die Entscheidungsmöglichkeit wegnehmen von Regierungsparteien, die die Rechtsstaatlichkeit nicht respektieren. Also Verfassungswidrigkeitsverfahren und eben solche rechtsstaatliche Maßnahmen. Und weniger Hysterie und weniger politische Antworten, eher wirklich rechtsstaatliche Maßnahmen. Ich glaube, das ist effizienter. Gut, Teresa Pulano, die Wahlbeteiligung, ja, die ja das große Thema auch war am Montag, beziehungsweise am Sonntag schon. Ist das ein Vertrauensbeweis der europäischen Bürgergesellschaft? Kann man darauf aufbauen, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass die Bürgerinnen und Bürger, die vorher nicht und jetzt zur Wahl gegangen sind im Vergleich zu 2014, in sehr unterschiedliche Richtungen wollen. Also die sehr viel höhere Wahlbeteiligung in Polen hat der PiS geholfen, in Deutschland hat sie wahrscheinlich eher den Grünen geholfen. Was kann man trotzdem daraus etwas ziehen, sozusagen für das europäische Projekt und einen Ansatz finden für die Frage, wie kann Vertrauen in das europäische Projekt gestärkt werden? Ja. Danke. Vielen herzlichen Dank für die Frage und für die Einladung. Also ich würde die Frage folgendermaßen beantworten und möchte auf einen Punkt zurückgehen, den Reinhard bereits angesprochen hat. Also ich würde sagen, dass die größere Wahlbeteiligung natürlich ein Anzeichen für die Politisierung ist im europäischen Raum, aber es ist natürlich kein Beweis für das Vertrauen in die EU. Und aus meiner Sicht ist es so, dass die große Trennlinie die Beziehung oder die ungleiche Entwicklung Europas ist, also in Bezug auf die verschiedenen Räume. Und Rainer hat ja bereits über die Spaltung gesprochen in Bezug auf die Grünen und also diese Nord- und Ostspaltung oder West- und Ostspaltung. Und aus meiner Sicht spricht das eher für Ungleichheiten, die auch territoriale, regionale, räumliche Ungleichheiten sind. Und das beeinflusst die Art und Weise, wie das europäische Bürgertum strukturiert und auch gesehen wird. Ich möchte das nur präzisieren. Die Kernfrage für mich ist es, und das ist auch eine Aufgabe für das Europäische Parlament und die europäischen Institutionen, diese Verlagerung umzukehren, die in den 80er, 90er Jahren in der europäischen Regionalpolitik stattgefunden hat. Die europäische Regionalpolitik war bis in die 90er hinein, 80er und 90er, von einem keynesianischen Verständnis geprägt. Das heißt, die Europäische Union sollte die Solidarität überall in der EU fördern. In den 90ern kam dann dieser Wettbewerbsgedanke hinzu und war der Hauptgedanke. Und von da aus war es dann so, dass auf EU-Ebene und auch auf nationaler Ebene und auch auf regionaler Ebene entwickelt wurde, die europäischen Städte, die europäischen Regionen und die europäischen Nationalstaaten in Wettbewerb miteinander gestellt hat. Und das ist der Grund, warum die wirtschaftliche Kluft weiter angestiegen ist und auch die ungleiche Entwicklung innerhalb der Räume. Und ich denke, dass das auch Folgendes erklärt, jetzt möchte ich provokant sein, sowohl die Ergebnisse der Lega Nord und auch der Grünen in Deutschland. Also wie gesagt, ich möchte jetzt hier ein bisschen provokant sein, indem ich hier diese beiden Parteien zusammenbringe. Aber man muss einfach verstehen, dass die Lega Nord von Salvini eine Partei ist, die im ganzen Land Stimmen gewonnen hat, auch im Süden. Sie haben viele Stimmen von den Fünf Sternen in Süditalien abgeluchst. Und was sie jetzt mit der Mehrheit in der Regierung machen, ist, dass sie die Autonomie der nördlichen Regionen unterstützen. Das heißt, sie werden diese neoliberale Politik innerhalb des Landes noch verschärfen. Und bis zu einem gewissen Grade haben sie die Transnationalisierung und auch die Territorialisierung der europäischen Politik verstanden und auch der Identität und der
Bürgerschaft. Und die Grünen in Deutschland und auch die europäischen Grüne verstehen die territoriale Politik auf progressive Art und Weise. Die Grüne Partei ist ebenfalls eine transnationale Partei in Bezug auf die Räume und auch in Bezug auf die ökologische Wende. Und jetzt möchte ich noch eine Sache hinzufügen, damit werde ich dann abschließen. Also Rainer hat über die Verbindung zwischen der ökologischen Wende und der Industriepolitik gesprochen. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist. Aber ich möchte noch einen Punkt hinzufügen. Aus meiner Sicht ist der wirkliche Kampf in Europa sowohl ein wirtschaftlicher als auch politischer heutzutage. Und es ist der Kampf um das, was ich die soziale Ordnung Europas nennen würde. Und das ist wirklich auch der Kampf über die räumliche Ordnung Europas. Aber wir dürfen hierbei nicht vergessen, dass es auch der Kampf ist, wie die Klassen und auch die Spaltung, die Teilung der Klassen neu definiert werden. Und das ist wirklich wichtig für die Bürger. Es ist wichtig für die Industriepolitik aus meiner Sicht, weil die Studie von Bastian van Habdorn gezeigt hat, der hat sich am europäischen runden Tisch der Industrie sich angeschaut, die wirtschaftliche, die Finanzelite, und die ist heutzutage transnational. Und die Frage ist nun, wie können die politischen Kräfte, die die Bürger mitnehmen wollen und auch diese progressiven Kräfte mitnehmen wollen, wie kann man das verbinden mit der Frage der Transnationalisierung der Klasse, der Industrie, der Wirtschaft, des ökologischen Wandels und hin zu einer gleichen Entwicklung kommen? Spannender Zusammenhang zwischen Staatsbürgerschaft, Nationalismus und Transnationalismus. Übrigens war das ja auch ein Punkt, den ich ehrlich gesagt von Ivan Krastev erwartet hatte, der ja darüber sehr viel geschrieben hat. Aber Lukas, du wolltest zum Thema soziale Cleavages was sagen, oder? Ja, also ich wollte da noch mal ein bisschen Pushback geben, auch damit wir jetzt ein bisschen in die Diskussion kommen. Also ich glaube, der empirische Befund stimmt da einfach nicht so richtig. Ich glaube, wenn man sich anguckt, was passiert ist in den letzten 20, 25 Jahren, dann sind die Durchschnittseinkommen in den verschiedenen Mitgliedstaaten haben sich dramatisch angenähert. Das stimmt vor allem für Mittelosteuropa, was auch ein Ergebnis der Strukturpolitik ist, aber das stimmt sogar auch für Südeuropa. Was sich nicht verändert hat durch Europa, ist, dass das extreme regionale Unterschiede gibt. Die gab es vorher schon und die gibt es heute auch noch. Und die werden akzentuiert dadurch, dass wir natürlich gesamtwirtschaftlich uns bewegen von einer sehr stark produzierenden, gewerbebasierten Wirtschaft, die halt irgendwie sehr viel auch nicht in großen Städten passiert, hin zu einer Wirtschaft, die sehr viel stärker dienstleistungsorientiert ist und die sich sehr stark in bestimmten Metropolregionen so clustert. Deswegen werden regionale Unterschiede in den Mitgliedstaaten stärker. Aber der Befund, dass jetzt irgendwie es zwischen Mitgliedstaaten, die EU oder der Binnenmarkt dazu geführt hätte, dass es größere Unterschiede gibt, glaube ich, ist empirisch irgendwie schwierig zu beweisen. Und die Frage ist ja aus einer europäischen Perspektive, wie viel lädt man dann der EU auf? Ne? Es sagt man, es ist auch die Aufgabe von Europa, innerstaatlich für eine bessere Verteilung zu sorgen. Das kann man machen, aber dann muss man, glaube ich, der EU andere Tools in die Hand geben. Oder schaut man, oder überlastet man damit die EU nicht auch ein Stück weit? Und wenn man quasi im übertragenen Sinne sagt, die EU ist dafür zuständig, das Problem im Mezzogiorno zu lösen. So. Gut, also Moderation braucht es jetzt gar nicht mehr. Die Provokation ist gelungen. Anna will was sagen und Reinhard. Und ja, also ich habe ein paar Punkte vorbereitet. Vielleicht kann ich sie später nochmal vortragen. Aber eins meiner Punkte wäre, genau, wir sollen den Populisten den Wind aus den Segeln rausnehmen. Und eins der Probleme, die wir in Ungarn und in osteuropäischen Ländern erleben, ist, dass der EU-Beitritt eben diesen Traum nicht erfüllt hat, den wir von Europa hatten. In Ungarn, ich kann jetzt Ungarn als Beispiel nehmen, verdient heute ein Lehrer 300 Euro im Monat und ein Arzt am Ende seiner Karriere bekommt monatlich 600 Euro. Und es gibt eine allgemeine Bitterkeit in dem Land, dass das nicht geklappt hat, dass wir immer noch nicht so leben wie Menschen in Deutschland. Reinhard, der Punkt der Freizügigkeit und
des Empfindens der Bürgerinnen und Bürger, dass die Freizügigkeit jetzt plötzlich so einen Turnaround nimmt, ja, dass nicht mehr das Problem sind die Bulgaren und Rumänen, jetzt mal etwas flapsig gesprochen, die hier kriminelle Dinge tun in Deutschland, sondern umgedreht, das Ausbluten, das ist, glaube ich, dieses Empfinden, was Anna beschreibt, das personelle Ausbluten, also Leute werden ausgebildet in zentraleuropäischen Ländern und arbeiten dann, verdienen dann ihr Geld in nord- und westeuropäischen Ländern. Ich glaube, das macht dieses Gefühl der transnationalen Ungerechtigkeit so stark. Also vielleicht ist es also von den Zahlen her nicht so, aber von dem, was Bürgerinnen und Bürger reflektieren, dann schon. Kurz als Klarstellung, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass es überall jetzt irgendwie wir hier gleichwertige Lebensstandards haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Ziel für die EU. Und deswegen gibt es ja auch Strukturpolitik. Und wie gesagt, ich würde ja sagen, man könnte da viel mehr machen. Und dann muss man der EU halt mehr als 1% BIP in die Hand geben für. Ne? Aber ich glaube, was halt auch nicht stimmt, ist, dass die EU oder der Binnenmarkt irgendwie die Länder auseinandergetrieben hätte. Weil das sieht man in den Zahlen zumindest einfach nicht. Sondern das hat dazu geführt, dass es natürlich in Ostmitteleuropa erheblichen Anstieg an Lebensstandard auch gab. Dass das noch nicht da ist, wo es in Westeuropa ist, ist auch klar. Ne? Aber ich frage jetzt ein bisschen, was wäre der Counterfactual gewesen? Ja, es hat auch zu einer Migration geführt innerhalb von der EU, was jetzt als Ergebnis hat, dass in England Osteuropäer als schlimmere sozusagen Gegner gesehen sind als die Migranten irgendwo weit weg, weil Osteuropäer eben da sind und sozusagen Jobs wegnehmen. Jedenfalls ist es eine Quelle für Identitätspolitik und für die Möglichkeit, sozusagen die nationale Karte zu spielen, nicht? Auf dem Hintergrund dieser Binnenmigration innerhalb der EU. Ich bin mir eben gar nicht sicher, ob es zwingend ist, dass diese Ungleichheiten und Ungleichzeitigkeiten mit dem nationalen Paradigma adressiert werden müssen. Das leuchtet mir noch nicht unmittelbar ein. Ja, wenn das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle erklärt, man solle jetzt den ostdeutschen ländlichen Raum leerziehen, weil das irgendwie nichts mehr bringt, da jetzt die Dörfer am Leben zu erhalten, das ist ja keine nationale Frage. Ja. Und ich glaube, dass man in vielen Ländern viel näher rankommt, wenn man den Unterschied zwischen Stadt und Land adressiert. Und es ist ja auch zum Teil schlagend in den Wahlergebnissen, dass sich diese Unterschiede abbilden. Und da gibt es Ähnlichkeiten in Ländern, die ansonsten sehr unterschiedlich sind. Und jetzt gebe ich Lukas natürlich recht, wenn die EU nicht 1% hätte vom BIP, sondern wir mussten als Danny Cohn-Bendit, noch unser Fraktionsvorsitzender, mussten wir mit ihm ringen, dass er nicht immer gefordert hat, sie soll 10% kriegen. Wir haben ihn dann meistens auf 5 runtergehandelt. Aber selbst die 5 sind ja völlig unrealistisch. Oettinger, also nach der Gesetzesnorm wäre es möglich, 1,3 einzusammeln. Oettinger wollte 1,2, gab schon einen Riesenaufstand. Also in der aktuellen Situation ist, glaube ich, eine Strategie, die darauf setzt, dass jetzt unglaublich viel mehr Geld nach Brüssel geschaufelt wird, um von dort aus sinnfällig und hilfreich verteilt werden zu können. Also auf die Strategie würde ich mich nicht verlassen. Und dann ist die Gestaltungsmöglichkeit, die Steuerungsmöglichkeit der europäischen Politik eben auf einer anderen Ebene, nämlich für den regionalen Ausgleich in den Mitgliedsländern sowas wie Standards zu setzen. Zum Beispiel im Zusammenhang mit unserer Digitalisierungspolitik verfolgt die EU das Ziel, in möglichst vielen Regionen Europas sogenannte Digital Innovation Hubs zu organisieren oder zu unterstützen, die im Wesentlichen die Aufgabe haben sollen, kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Und da war unsere Position, möglichst durchzusetzen, dass diese Digital Innovation Hubs überall den gleichen Standard haben, sodass sie nicht nur in, sagen wir mal, den
7 baden-württembergischen und 9 bayerischen Regionen, wo es die dann gibt, wirklich was bringen, sondern auch in den 3 Orten in Meckpomm, wo die vielleicht aufgemacht werden, genauso hilfreich sind für die kleinen, mittleren Unternehmen, die es da natürlich auch gibt. Sowas kann die EU machen, Standardsetzung. Das ist ganz ähnlich zu der Aufgabe, die ich vorhin versucht habe, kurz anzureißen mit der Rahmensetzung für soziale Standards. Sie kann nicht vorschreiben, wie ein Mindesteinkommen oder Mindestlohn aussehen muss, aber dass es ihn geben muss. Und ich glaube, dass die, da bin ich gar nicht sicher, Lukas, dass das stimmt, dass diese Wende zu mehr Dienstleistungen automatisch so ein Tilt, also so ein Kippen zu Lasten der ländlichen Räume bedeutet. Wenn man eine ordentliche Breitbandinfrastruktur hat in den ländlichen Räumen in Mecklenburg-Vorpommern, dann kann auch ein halbwegs blühendes Unternehmen das mit Dienstleistungen für Buchführungsdienstleistungen für große Konzerne beschäftigt ist, gutes Geld verdient, kann auch im ländlichen Raum bleiben, muss nicht nach Hamburg abwandern. Nur wenn halt die Infrastruktur nicht da ist, dann wird der ländliche Raum tatsächlich platt gemacht. Und bis zum gewissen Grad würde ich vielleicht sogar argumentieren, kann die Digitalisierung sich als ausgleichende Entwicklung erweisen, weil die Digitalisierung es ermöglicht, industrielles Potenzial zu entwickeln, dort, wo nicht von vornherein immer schon die konzentrierte Ingenieurskompetenz verortet war. Also in einem bestimmten Sinn ist Digitalisierung ein Gleichmacher. Er erlaubt Regionen, die nicht ein ganz besonders starkes technologisches Erbe haben, trotzdem in den Wettbewerb einzutreten. Und deswegen, aus meiner Sicht, ist das eine der zentralen Aufgaben, wo die europäischen Institutionen ihren Blick drauf lenken müssen, solche Rahmenbedingungen zu setzen. Im Übrigen noch ein Satz. Ich will jetzt nicht eine große Debatte über Keynes oder nicht Keynes, nur bin ich nicht ganz einverstanden, wenn das Wort Wettbewerb an und für sich schon ein schlimmes Wort ist. Und um eine literarische Quelle zu nennen, ja, schon Hesiod hat geschrieben, dass es 2 Sorten von Wettbewerb gibt. Ja. Den einen, der zerstörerisch ist und bis zum Krieg aller gegen alle führt, und der andere, das ist der Wettbewerb zwischen den Sängern oder den Dichtern, der eine schöne Sache ist. Und ich finde, wir sollten uns versuchen anzugewöhnen, dass man nicht Wettbewerb an und für sich schon für destruktiv hält. Jetzt gibt es noch von Theresa eine Reaktion darauf. Ich würde uns dann aber gerne nochmal auf das Thema zurücklenken. Was kann unter den gegebenen Umständen, die wir jetzt haben innerhalb des Europäischen Parlaments, ganz offensichtlich ein lebendigerer politischer Prozess im Parlament, eine Dynamik mit dem Rat und einer noch nicht absehbaren Kommission. Welche Szenarien sind denkbar, in welchen Projekten kann man all diese Dinge miteinander verbinden, die einerseits eine Antwort auf die Digitalisierung bringen, dieses geopolitische veränderte Umfeld mit berücksichtigen und den europäischen Zusammenhalt stärken? Welche Szenarien sind da denkbar und was wären die politischen Maßnahmen, die man dafür ergreifen müsste? Auf den Punkt würde ich gerne nochmal zurückkommen, aber erstmal Theresa als Reaktion. Vielen Dank. Zuerst einmal möchte ich was zu Lukas und dann etwas zu Reinhard sagen. Ich glaube, dass wir diese nationale, internationale Trennung überwinden müssen, sowohl als Kategorie als auch in der Praxis. Wenn wir die Situation verstehen wollen und wirklich etwas tun wollen,
Ich glaube nicht, dass wir uns die nationalen Daten anschauen. Wir sollten uns viel mehr anschauen, wie Nationalstaaten und Europäer auf transnationale Weise, hier meine ich nicht von oben in der EU, auf die nationale Ebene, die Nationalstaaten waren die Haupttriebkräfte ihrer eigenen Nationalisierung. Das heißt, wir müssen hier einen neuen Denkansatz haben und das Gleiche müssen wir auch tun im Hinblick auf die Politik und die Wirtschaft. Wir müssen diese Trennung überwinden. Wirtschaftliche Fragen sind politisch. Das heißt, diese Gegensätze müssen wir auflösen, um zu verstehen, was wirklich passiert. Wettbewerb. Hier denke ich, und hier spreche ich über einen ganz speziellen Wettbewerb. Aus analytischer Sicht kann ich sagen, dass der Wettbewerb, der seit den 90er Jahren von der EU-Ebene auf regionaler Ebene, auf urbaner Ebene neoliberal geprägt war. Und der neoliberale Wettbewerb, das ist genau das, worauf die EU-Bürger reagieren, wenn sie zu rechten Parteien überlaufen. Und ich denke, das ist eine Aufgabe, die auch etwas mit der zweiten Frage zu tun hat. In Italien ist die Partito Democratico, Forza Italia, die Sozialdemokraten, diese Mitte-Rechtsparteien sind zusammengebrochen. Und das hat zum Aufstieg der Grünen geführt. In Deutschland ist die Situation ähnlich, das Ende der Großen Koalition, die nicht sofort stattfinden wird, aber doch eine Option für die Zukunft ist, öffnet neue Räume. Und hier ist es wichtig, dass Parteien wie die Grünen etwas tun, um die deutsche Version des Neoliberalismus zu überwinden. Und meine letzte Bemerkung, der Gegensatz zwischen Land und Stadt, für mich, ich sehe auch das Recht auf die Stadt, die Recht auf eine Wohnung, auf ein gutes Leben. In der Schweiz, wo ich lebe, die ist zwar kein Mitgliedstaat, gibt es auch diese Polarisierung. Die linken Parteien gewinnen in den Städten und in den auf dem Lande sind es die Populisten. Salvini hat gewonnen auch vor allen Dingen auf dem Land. Und da müssen wir etwas tun, dieser Widerspruch. Politik ist, ich hoffe, dass Politik mehr ist als Ökonomie, aber das können wir ja gleich noch mal vertiefen. Ich würde gerne noch mal auf diese Szenario und diese Aussichtsfrage, was wären Projekte, die genau das schaffen, die den europäischen Zusammenhalt stärken und zugleich die Herausforderungen der Zukunft, die geopolitische Situation hatte ich genannt, die Digitalisierung, darüber hast du gesprochen, Reinhard, die das mit in den Blick nehmen. Was ist denkbar? Reinhard, du hast mal diese Aufteilung Europas nach unterschiedlichen Interessengruppen gemacht. Also der Norden ist an Stabilität interessiert, der Süden ist an Solidarität interessiert und der Osten ist an Souveränität interessiert. Das sind ja schon unterschiedliche Richtungen. Wer an Souveränität interessiert ist, ist vielleicht nicht so daran interessiert, meinetwegen so eine Art GAFA zu schaffen, einen großen Fonds, in dem sozusagen die Summen an Risikokapital generiert werden können, die für digitale Wirtschaftsentwicklung nötig wären, während natürlich die Länder, denen an Stabilität gelegen ist, das vielleicht wollen würden. Was wären so denkbare Kompromisse, auf die das Europaparlament in der Zusammensetzung, auf die es sich einigen könnte?
eine Industriepolitik, die jetzt nicht dem Diktum eines früheren FDP-EU-Kommissars folgt, dass Wirtschaftspolitik in der Wirtschaft gemacht wird, sondern die bewusst Rahmenbedingungen setzt. Ökologische und soziale Rahmenbedingungen setzt. Die kann meines Erachtens dazu beitragen, dass da eine Brücke entsteht. Eine Industriepolitik, die der Deindustrialisierung bestimmter europäischer Räume etwas entgegensetzt, die kann sowohl sozial stabilisierend sein, als auch Gestaltungsspielräume sichern, also Stichwort Souveränität, Gestaltungsspielräume sichern. Wer überhaupt keine eigene Industrie mehr hat, wer nur noch bestenfalls verlängerte Werkbank ist, der hat kennt ökonomische Souveränität höchstens noch aus dem Lehrbuch. Ja, aber faktisch existiert die nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass eine solche Politik, die, ich habe das vorhin nur im Vorbeigehen gesagt, aber auch eine soziale Dimension haben muss. Weil als soziale Dimension von Industriepolitik schwebt mir vor allem vor, dass diese Industriepolitik sich systematisch um die politische Ökonomie des ganzen Weiterbildungssektors kümmern muss. Also wie wird gesellschaftlich die große Aufgabe finanziert, dass die Menschen in Zukunft eben mehrmals in ihrem Leben dazulernen müssen, um am Arbeitsmarkt überhaupt noch eine Chance zu haben. Wird das individualisiert als Risiko oder gibt es da solidarische Lösungen? Das gehört für mich zu so einer Industriepolitik dazu. Und das ist nicht nur einfach Human Resources Management, sondern das geht weit darüber hinaus. Ein zweiter Bereich, auch ein ökonomischer Bereich, ist der ganze Bereich der Infrastrukturentwicklung. Infrastrukturentwicklung, Investition in Infrastruktur schafft Arbeit, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, schafft aber auch politische Stabilität, schafft auch ökonomische Dynamik. Also man kann mit so einem Ansatz, ich würde ja nicht den Originalansatz von Macron nehmen, der ein extra Budget für die Eurozone will. Ich glaube, wir sollten das ein bisschen erweitern, so haben wir es bei den Grünen jedenfalls diskutiert, dass wir für Nicht-Eurozonen-Mitgliedsländer, die mitmachen wollen, das auch öffnen, also Eurozone Plus wäre dann die Chiffre, aber eine Initiative, die das ins Zentrum rückt, die wäre aus meiner Sicht, hätte das Potenzial, so eine Verbindung hinzukriegen. Und ein drittes Projekt, das vielleicht auf den ersten Blick erstaunlich klingt, aber trotzdem ein verbindendes Projekt sein kann, die Frage der Rechtsstaatlichkeit, die wird unter Philistern gerne immer nur in osteuropäischen Ländern verortet. Ja? Also das ist bestenfalls in Warschau oder in Budapest. Die Frage gibt es aber auch in anderen Ländern. Ja? Die gibt es bei uns, die gibt es auch in Paris, die gibt es auch in Italien, die gibt es auch in Dänemark, wenn man an die Flüchtlingspolitik dort denkt. Und ich glaube, wir können eine solche Politik für den Rechtsstaat so konstruieren, dass sie mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt gegenüber bestimmten Ländern. Dann ist das spalterisch. Dann trägt es nichts zur Durchsetzung des Rechtsstaats bei. Oder wir können das so präsentieren, dass es immer mit bestimmten Gratislektionen politischer Art verknüpft wird, die immer besonders beliebt sind. Ja? Das trägt auch nichts dazu bei. Oder wir können es so machen, wie es jetzt zuletzt erfolgreich gemacht worden ist, als
die Europäische Kommission Polen zum Europäischen Gerichtshof gezerrt hat und dort die Entscheidung erwirkt hat, dass die Gesetzgebung zum Verfassungsgericht europäischen Grundsätzen widerspricht. Das war in einem parteipolitischen Sinne entpolitisierend, aber in einem europäischen Sinne extrem erfolgreich. Der polnische Justizminister hat erst riesenlaut getönt, man werde nie irgendeinen Spruch des EuGH akzeptieren. Und am Schluss hat der Regierungschef Ziobro einfach links oder rechts stehen lassen und die polnische Regierung hat die Entscheidung des Gerichtshofs akzeptiert. Und ich glaube, dass man jedenfalls eine gemeinsame europäische Politik nur machen kann, das ist meines Erachtens die politische Grundeinsicht, wenn man nicht unterstellt, alle wollen sowieso immer das Gleiche. Ja, und wenn du das zitierst mit diesen verschiedenen Leitbegriffen, die da in verschiedenen Regionen Europas im Moment eine gewisse eminente Rolle spielen, dann heißt das, wir müssen zunächst mal eine Politik machen wollen, die zum Beispiel auch nicht einfach einem deutsch-französischen Kondominium entspricht, sondern bewusst eine Politik machen wollen, die auch die Osteuropäer oder die Südosteuropäer in die Gestaltung der Zielsetzungen einbezieht. Und ich glaube, das ist das Politische und dass man nicht mit technokratischen Antworten oder mit Programmsätzen oder mit dem Zuschustern, Zurechtschustern von Haushaltsstellen beantworten kann, sondern diese Verständigung. Ich meine, ich sage das jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, aber wenn nur ein einziges Land abweicht von der europäischen Norm, das ist eine Abweichung. Wenn aber 15 Länder oder auch nur 10 abweichen, dann ist es nicht mehr eine Abweichung, dann ist es ein Problem. Und dann kann man darauf nicht reagieren, indem man es als Abweichung behandelt, sondern muss man es als Problem behandeln. Und ich glaube, diese Art Denke über unsere europäischen Differenzen, die ist erstmal notwendig. Und dann gibt es aber ein paar Projekte, würde ich sagen, an denen man zeigen kann, dass sie für unterschiedliche Perspektiven wirklich Relevanz haben. Ja, vielen Dank, Reinhard. Das war jetzt auf, du kannst es jetzt nicht wissen, aber auf mehreren Ebenen erstmal die Antwort auf die Frage, welche Projekte können es sein? Und dann war das eine sehr gute Demonstration einer Bemerkung, die Sven Giegold vorhin gemacht hat, dass die politische Kultur im Europäischen Parlament, dass man sich einigen muss, die gegenseitigen Interessen berücksichtigen muss und schauen muss, wie man gemeinsam vorankommt, dass diese politische Kultur jetzt zum Zwang geworden ist innerhalb des Europäischen Parlaments, weil es diese große Koalition eben nicht mehr gibt. Lukas, bevor Anna noch ihre Zukunftsprojekte vorstellen kann und muss, auf jeden Fall, was Reinhard genannt hat, Infrastruktur, Bildung, ist das finanzierbar? Also wie ich ja vorhin schon sagte, das ist ja keine Frage von, dass man das in Europa alleine finanziert, sondern die Frage ist, glaube ich, wie man das zu einer politischen Agenda macht, die man dann eben gemeinsam treibt. Und das geht gar nicht nur mit dem EU-Haushalt, sondern das muss man dann Mitgliedstaaten und europäische Ebene zusammen machen. Außerdem gibt es ja auch schon noch Möglichkeiten, wie das auch mit dem Juncker-Plan schon ein bisschen gestartet ist, das eben nicht nur mit Haushaltsmitteln zu machen, sondern das irgendwie auch privat zu finanzieren. Aber ich glaube, was dafür wichtig ist, und das ist vielleicht ein bisschen auch aus der institutionellen Sicht gedacht, dafür brauchen wir für alle diese Szenarien brauchen wir eine Kommission, die Lust hat, politische Projekte voranzutreiben. Also wir brauchen dann ein Team, das sich hinstellt, im Zweifelsfall auch in den Konflikt mit den Mitgliedstaaten geht und versucht dann einen Konsens zu bekommen für so eine politische Agenda. Die letzte Kommission hat ja auch von sich behauptet, sie sei eine politische Kommission. Ich würde sagen, ein großes Projekt hatte die eigentlich nicht. Und das wäre jetzt auch die spannende Frage in den nächsten Wochen, inwiefern man die nächste Kommission auch da auf ein gewisses Projekt festnagelt. Und das andere ist, glaube ich schon, es geht nicht um ein deutsch-französisches Kondominium. Aber ich würde sagen, selbst in der deutsch-französischen WG ist ja kaum noch jemand zu Hause im Moment, weil die eigentlich kaum noch irgendwie auf einer sehr konstruktiven Art miteinander reden. Und ich glaube schon, dass das immer noch die zwingende Voraussetzung dafür ist, dass es vorangeht, dass es eine deutsch-französische Verständigung auf einen bestimmten Grundkonsens gibt, wohin die EU soll.
Und ich würde sagen, es gibt da eine Idee in Paris, aber wie ich vorhin schon mal sagte, die Idee gibt es hier halt irgendwie im Moment nicht. Und das ist, glaube ich, mal der erste Schritt, der passieren muss, dass es in Berlin wieder so etwas wie eine Europavision geben muss. Also du siehst den Ball vor allen Dingen im Berliner Tor. Sie sind gleich dran, aber vorher darf Anna, sie hat Zukunftsprojekte und Ideen mitgebracht und das finde ich sehr erfrischend aus der ungarischen Perspektive. Okay, und ich wollte erstmal Dankeschön sagen für deine Worte von vorhin eben. Ich finde, dass eben die Haltung zu osteuropäischen Ländern, vor allem zu Ungarn, ändern sollte, weil es eben nicht hilft, wenn diese Länder von oben herab behandelt werden. Sie haben sowieso das Gefühl, Menschen zweiter Klasse zu sein. Und wenn da eine solche Belehrung oder eine belehrende Attitüde kommt, dann gibt es nur Futter für Orbán und für die Populisten. Die können dann sagen, ja, wir werden durch einen doppelten Maßstab behandelt. Also die Lösung wäre auf jeden Fall der Dialog und die rechtsstaatlichen Mittel. Und das wäre mein erster Punkt. Wir brauchen mehr Dialog. Wir müssen aus unseren eigenen Filterblasen heraus. Also ich persönlich zum Beispiel, ich muss mich mit vielen Menschen unterhalten, die Viktor Orbán wählen und Fidesz wählen, um zu verstehen, warum sie das tun. Die haben ihre Gründe und ich will das erstmal verstehen. Ich glaube, es ist wichtig, auch zwischen Ländern, dass wir viel mehr miteinander reden. Dass vielleicht, wenn ihr als Deutscher oder vielleicht kommt ihr auch aus vielen anderen Ländern, wenn ihr mal jemanden aus Ungarn trefft, dann fragt nicht als erste Frage, ja, wie ist es mit Orbán, sondern fragt vielleicht, ja, wie geht es dir? Wie lebst du? Wie ist dein Leben so? Wie sind deine Umstände? Also ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr Dialog unter uns, um uns zu verstehen, wie unsere Lebensumstände sind. Dann ein zweiter Punkt, also ja, und auch um unsere Traumata und unsere Geschichte zu verstehen, die immer noch mitschwingen und mitwirken. Dann ein zweiter Punkt wäre ein gemeinsamer Grenzschutz und eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik. Damit könnte man nämlich den Populisten den Wind aus den Segeln nehmen. Dann könnte Orbán nicht mehr sagen, wir verteidigen Europa alleine und wir werden alleine gelassen, sondern eben die Schengen-Grenze oder die europäische Grenze. Das ist eine Frage, die alle Bürger der EU betrifft. Dann würde ich ein heikles Thema ansprechen, Klarheit und Transparenz im Thema Waffenexport. Weil das ist nämlich auch ein Diskurs, den man in Ungarn zum Beispiel oft hört. Deutschland und Frankreich sind mit den USA die größten Waffenexporteure der Welt. Und man fragt sich, bitte? Also ja, ich habe nicht gesagt, dass sie die allergrößten sind, sondern sie gehören zu den größten. Und ziemlich, ziemlich weit vorne. Und dann fragt man sich natürlich, was mit diesen Waffen passiert, wo die landen. Und dann entsteht der Diskurs leicht. Durch diese Waffen werden dann Kriege geführt. Dann kommen die Flüchtlinge. Was haben wir damit zu tun? Wir haben das nicht verursacht. Das waren Deutschland und Frankreich und die USA. Also ich würde sagen, einfach viel mehr Transparenz in diesem Thema. Es ist total utopisch, was ich jetzt sage. Ich weiß. Nee, vielen Dank. Das waren wichtige Punkte. Auch nochmal Themen, die du angesprochen hast. Einen letzten Punkt. Okay, Entschuldigung. Super, ja. Also Rechtsstaatlichkeit habe ich schon erwähnt. Ja. Und der fünfte Punkt wäre, wie Svengold gesagt hat, mit dem Erasmus für alle. Also heiratet europäisch. Der Satz findet sich schon bei Nietzsche. Du sollst deine Frau aus einem anderen als dem eigenen Volke nehmen. Genau, also dann tun sie so, wie ich getan habe. Ich habe einen Franzosen geheiratet und jetzt reden wir abends über den Ersten und Zweiten Weltkrieg und über Napoleon. und über Kolonialisierung und jetzt hat er endlich mal Schuldgefühle dafür. Dafür, dass Frankreich die halbe Welt kolonialisiert hat. So. Und dann verstehen wir uns einfach besser.
Gut, das war jetzt noch das große Kolonialismus-Thema, das auch ja auf vielen Ebenen im Moment debattiert und diskutiert wird. Anna, ich lasse das jetzt mal als sozusagen Food for Thought stehen, was unser Podium angeht, damit Sie auch noch eine Chance haben oder jemand, der oder die eine Frage oder einen Kommentar loswerden möchte, das jetzt noch tun kann. Michaele. Von Prinzip her gibt es Mikrofone, die kommen auch gerade hier vorne und dann der Herr mit dem weißen Hemd, bitte. Eine Bemerkung zu der Kohäsionsfrage, ja, den Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten. Also in der Vergangenheit war die Europäische Union regelrecht eine Kohäsionsmaschine. Das sieht man daran, zum Beispiel am Vereinigten Königreich, wie arm im Vergleich zu den EWG-Staaten das UK war, als es beitrat, und wie reich das UK jetzt ist beim Brexit, und wir werden mal sehen, was danach kommt. Ja? Aber dieses Kohäsionstempo hat etwas nachgelassen. Also in Bezug auf die osteuropäischen Staaten haben ein hohes Tempo vorgelegt, aufzuholen, aber eben die südeuropäischen Staaten sind zurückgefallen. Das heißt also, Kohäsion ist ein ganz wichtiges Thema für die nächsten Jahre, wobei man im Kopf haben sollte, dass die Unterschiede zwischen den nationalen Medianeinkommen in Kaufkraftstandards in der Europäischen Union, auch zwischen Ost und West, geringer sind als die Unterschiede im Medianeinkommen beispielsweise zwischen den Bundesstaaten in den USA. Ja, also daran sieht man, dass diese Kohäsion noch ganz gut klappt. Noch eine Bemerkung, was die Frage angeht: Zuwendung aus dem europäischen Haushalt als Druckmittel zur Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit zu verwenden, muss man bedenken, Europäische Union ist ein Rechtsstaat, das heißt, das muss erst in Gesetzen drinstehen, dass man das so machen kann, diese Gesetze für die einzelnen Zuwendungsmittel werden mit qualifizierter Mehrheit im Rat beschlossen, aber eben der ganze Finanzrahmen muss einstimmig beschlossen werden. Also daran sieht man, die Forderung ist schnell formuliert, aber wird ganz schön schwierig durchzusetzen. Und was jetzt den Einfluss der Grünen angeht, da würde ich Reinhard bitten, das vielleicht nochmal auszuführen, ja, was ihr sozusagen vorhabt. Weil traditionell ist es ja so, dass das Europäische Parlament dann, wenn der Kommissionspräsident zur Wahl steht, formuliert, was es im nächsten Arbeitsprogramm der Kommission drin haben will. Und das sieht dann ja so aus, dass das Parlament insgesamt eine Resolution macht und da seine Forderungen durchsetzt. Nun war das bisher, meinetwegen auch bei Juncker ja der Fall, klar war, es wird Juncker vorgeschlagen oder soll vorgeschlagen werden vom Rat. Jetzt sind drei Spitzenkandidaten ja in der öffentlichen Diskussion. Also planen die Grünen dann sozusagen im Vorfeld die einzelnen Kandidaten schon mal abzufragen, was sie denn vielleicht in ihr Arbeitsprogramm hereinschreiben wollen, oder wird es doch quasi im Chor des ganzen Parlaments sein, um dann einzelne Forderungen durchzusetzen? Und vielleicht noch eine letzte Frage. Die Kommission war bisher frei von, sage ich mal, rechtspopulistischen Mitgliedern. Ja? Also meinetwegen Italien war Frau Mogherini noch, weil eben also die populistische Regierung ja als später kam. So, aber jetzt haben wir mehrere. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass von diesen Staaten entsprechende Personen vorgeschlagen werden. Also was erwartet da die grüne Fraktion? Ein Konflikt. Gut, ich würde die anderen Beitrag noch mit dazu nehmen. Jetzt gibt es noch zwei und vier Beiträge. Ich würde die einfach hintereinander, die drei voten. Ja, bitte. Hi, mein Name ist Maximilian Gerke. Ich habe eine Frage, vor allem, glaube ich, an den Bütikofer. Und zwar hatten Sie auch gesagt, dass Europa, die EU, muss handlungsfähig sein, gerade in der Kneifzange zwischen den USA und China. Und es wurde jetzt auch gerade schon das Schlagwort qualifizierte Mehrheitsentscheidung genannt. Und
Momentan werden außenpolitische Entscheidungen noch in der Einstimmigkeit beschlossen, was natürlich auch eine gewisse Flexibilität wegnimmt. Und meine Frage ist jetzt, ob eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung auf der außenpolitischen Ebene für die EU sinnvoll ist, ob sie realistisch ist mit dem neuen EP und ob Sie die auch, ja, also was, wie Sie dazu stehen. Gut, wenn Sie es gleich weitergeben an die Damen hinterher. Hallo, mein Name ist Michelle Benzing. Ich würde gerne nochmal auf das Klimathema vielleicht auch eingehen und hierzu auch nochmal fragen, ob das Klimathema in Osteuropa eigentlich zur Europawahl Ihrer Meinung nach eine Rolle gespielt hat, vielleicht wieso auch keine so starke Rolle gespielt hat oder nicht so ein starkes Thema war und wo das Thema sozusagen dann auch in Zukunft steht im Europäischen Parlament, in der zukünftigen Diskussion und ob es vielleicht aber auch als Chance, also Klimapolitik als Chance angesehen werden kann. Genau. Oder ob es dann eine Diskussion wird zwischen Klimagegnern oder Klimaschutz, also Leute, die das Klima schützen oder wie der Diskurs dann ablaufen wird. Ja, Frage ist angekommen. Gleich dahinter geht es weiter mit dem Janja Gopura mit Certi School of Governance. Ich hätte auch eine Frage an Reinhard Bütikofer. Abgesehen von der Überwindung der Einstimmigkeit bei außenpolitischen Entscheidungen, was für Projekte sollte die EU Ihrer Meinung nach ins Leben rufen, um in diesem Konflikt zwischen USA und China eine Stimme zu haben? Thank you, Piotr Kaczynski. Vielen Dank, Piotr Kaczynski. Ein paar Anmerkungen zur Kohäsion. Eine Frage vielleicht an Anna. Die Region, aus der ich komme, in Polen, ist es so, dass wir aufholen, also die Kohäsion, die funktioniert tatsächlich. Polen ist jetzt ungefähr beim durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von 70% der EU und holt weiter auf. Das heißt, der Prozess oder auch die Debatte über die Wirtschaft hat sich verlagert zu einer Debatte darüber, wann die Kohäsion passiert, vielmehr als die Frage, ob sie passiert. Das war mein erster Beitrag. Jetzt noch eine Anmerkung zur Qualität. Also ich stimme vollständig überein, was die Paternalisierung oder die die Einmischung angeht. Also wir brauchen mehr Einmischung, wir brauchen mehr transnationale Debatten. Ich habe in einigen Ländern bereits die Debatten verfolgt und gesehen und in meinem Land sind es lediglich polnische Debatten, nur polnische Teilnehmer, wenige internationale Redner. Das heißt, wir müssen sie hier internationalisieren. Und 50% der Polen haben auch niemals ihr eigenes Land verlassen. 60% der Ungarn, wenn ich mich richtig erinnere, haben das eigene Land niemals verlassen. Das heißt, diese Exposition gegenüber der Internationalisierung ist wesentlich geringer in diesen Ländern. Und der letzte Punkt, bei der EU geht es darum, Probleme zu lösen. Das heißt, es ist wirklich sehr wichtig zu wissen, was sind die Probleme laut der Bevölkerung vor Ort. Und zu diesen Problemen gehört eben auch die Gesundheitsversorgung, Zugang zum Gesundheitssystem, die Qualität des Gesundheitssystems, der Gesundheitsversorgung. Und das ist eben ein Thema, was sehr eng in Zusammenhang steht mit der Migration von Ärzten beispielsweise, von Krankenschwestern und Pflegern zwischen verschiedenen europäischen Ländern. Das heißt, die Frage an Sie alle vermutlich ist, gibt es eine europäische Lösung angesichts der Gesundheitskrise, wenn es um jetzt den Zugang zum Gesundheitssystem in einigen europäischen Ländern geht? Vielen Dank. Zwei weitere Wortmeldungen auf der Seite. Und dann ist es so, dass wir sehr kurz sind. Ich muss schon mal vorziehen den Dank an die Dolmetscherinnen, die, glaube ich, einen tollen Job gemacht haben, die aber tatsächlich nur bis 19 Uhr hier sein werden. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Lukas Gutenberg. Und zwar sagten Sie den Satz, es sollte einen deutsch-französischen Konsens geben, wohin die EU, also sprich die anderen 26 Mitgliedstaaten sollen. Und da einfach meine neugierige Frage, womit hängt Ihre Forderung zusammen, vielleicht mit Ihrer Biografie? Ich habe hier mal reingeschaut. Sie haben ja in Frankreich studiert, auch Abschluss hier der Harvard und auch McCloy Fellow, wie ich hier lese. Ich glaube, McCloy waren, helfen Sie mir, hatte eine höhere Position in einer US-amerikanischen Militärregierung in Westdeutschland und war auch eng mit der Wall Street verwoben. Ja.
Ja, von daher meine Frage, wer sagt Ihnen, dass es einen deutsch-französischen Konsens geben muss über wohin die EU soll, also sprich die restlichen 26 Mitgliedstaaten? Vielen Dank. Und Stefan will ich noch. Ja, der Herr, der da steht. Danke. Es ging ja darum, auch zu fragen, was für Projekte wären sinnvoll, um Europa voranzubringen. Ich glaube, was wir jetzt in der Wahl erlebt haben, ist, dass sich zum ersten Mal so eine europäische Innenpolitik quasi gezeigt hat, dass also von dem einen Staat kommentiert wurde, was im anderen passiert. Und das fing, glaube ich, an auch mit der Wahl des französischen Präsidenten. Und das ging jetzt auch sehr stark von Nationalisten und Populisten aus. Aber ich glaube, das kann man im positiven Sinne weiterführen, dass man sagt, wir brauchen so eine mehr stärkere paneuropäische Diskussion, einen paneuropäischen Austausch, vielleicht auch einfach eine Medienpolitik in der Richtung. Das Zweite ist, wir haben über Infrastruktur gesprochen. Ich glaube, es gibt sehr viele Investitionen, die sich lohnen würden in Infrastruktur, die auch europäisch zu denken. Nicht nur, weil es effizient ist und letztlich auch wirtschaftlich große Vorteile bringt, sondern auch deswegen, weil es eine Frage ist, wenn wir jetzt hier bestimmte Standards einführen, die in anderen Ländern oder auch in Teilen von Deutschland zum Beispiel dann nicht zur Verfügung stehen, weil wir es alles privat organisieren, zum Beispiel auch die Digitalstruktur oder Verkehrsinfrastruktur. Ich glaube, dann wird das die Trennung zwischen Stadt und Land einfach noch sehr, sehr stark befördern. Und das Dritte, wir reden immer über Wettbewerb. Man kann Wettbewerb auf zwei Ebenen organisieren, entweder staatlich oder auf Unternehmensebene. Und dadurch, dass wir bestimmte Ungleichheiten nicht ausgleichen, dass wir zum Beispiel bestimmte steuerliche Themen nicht angehen, dass wir auch bestimmte Fragen nicht angehen, die eine gleiche Chancengleichheit zum Level Playing Field herstellen würden, nehmen wir eigentlich den Wettbewerb weg. Wir haben den Wettbewerb dann auf staatlicher Ebene, die Länder, die sich das leisten können, sowas zu unterstützen und andere, die es nicht leisten können. Aber wir verhindern dadurch den Wettbewerb und den fairen Wettbewerb auf Unternehmensebene. Also das Credo, dass man sagt, naja, Wettbewerb ist das halt, das ist eigentlich sehr, sehr einseitig gedacht, aus Sicht eines starken Landes, das viel unterstützen könnte. Okay, vielen Dank, Stefan. Also das war jetzt eine ganze Menge Fragen. Wir haben noch 5 Minuten. Ich würde es jetzt gerne so machen, dass Anna beginnt und ihr sozusagen der Reihe nach Antworten gebt auf die euch gestellten Fragen. Und zum Schluss Reinhard, bis uns die Technik den Strom abdreht. I will respond in English because the question. Ich werde jetzt auf Englisch antworten. Also zunächst einmal zum Klima. Also Ungarn ist es so, dass die Grüne Partei sich selbst eliminiert hat während der Wahlen. Das heißt, nein, das Klima hat keine wirkliche Rolle gespielt. Das war nicht wirklich ein Thema während der Wahlen. Meine polnische Kollegin hat das schon angesprochen. Also ich würde sagen, der Dialog ist sehr wichtig und dass die Intervention mit rechtlichen Mitteln und rechtliche Sanktionen sind auch sehr wichtig, aber ohne einen paternalisierenden Ton, also nicht von oben herab. Und Gesundheitsversorgung, ja, das ist ein wichtiges Thema in Ungarn und auch die Armut ist ein Problem in einigen Teilen. Das wurde vom politischen System noch nicht verändert. Und ja, große Teile der ungarischen Bevölkerung sind noch nie gereist. Also ich bin eine der Glücklichen, die eben doch gereist sind bisher. Zur Kohäsion. Der Brexit zeigt, dass es natürlich ein Problem mit der Kohäsion gibt, weil es einen Teil des EU-Gebietes gibt, was die EU verlässt. Das heißt, das ist hier ganz klar. Noch allgemeiner zu der Frage, wie verstehen wir die Kohäsion in Bezug auf den Kontinent, also natürlich geht es um Kategorien, Gesundheitsversorgung. Der Punkt ist hier wirklich, dass die Gesundheitsversorgung nicht privatisiert werden kann. Wir können keinen Wettbewerb haben. Andererseits, sonst würden wir die Idee Europas hier zerstören in diesem Bereich. Frankreich, das wäre natürlich völlig falsch verstanden, wenn man sagt, Deutschland, Frankreich soll sagen, was die anderen 26 machen sollen. Aber ich glaube, wenn man sich historisch die EU anguckt, dann war es immer dann so, in Deutschland und Frankreich in dieselbe Richtung gegangen sind und gleichzeitig es geschafft haben, Mehrheiten zu bilden und Konsense zu bilden in der EU, dann ging es voran. Und wenn die beiden gegeneinander gearbeitet haben, dann war das oft schwierig. Deswegen glaube ich, ist das unabhängig von der Biografie ein relativ triviales Statement. Der Frage Gesundheitspolitik, ich glaube, das ist nochmal das Plädoyer, was ich vorhin schon mal sagte. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die EU nicht überfordern mit den Ansprüchen, die wir an sie haben. Und es gibt natürlich Bereiche, die ganz klar national Kompetenzen sind. Und Gesundheit gehört da zu großen Teilen dazu. Und deswegen, glaube ich, wäre es falsch, an die EU
da Ansprüche zu formulieren, die sie überhaupt nicht einlösen kann. Stefan, deine Fragen zum Wettbewerb den Beitrag, den die stärkeren Länder machen sollten? Nur kurz die Frage nochmal. Dann muss man es auch nicht mehr kommentieren. Alles klar. So, dann kommen wir jetzt zu der Frage von Michelle, bisschen in den Maschinenraum der grünen Fraktion geschaut. Bis jetzt wissen wir noch nicht genau, was wir verhandeln. Wir gehen davon aus, dass wir es vielleicht hinkriegen, dass die Verhandlungen diese Woche anfangen. Mir würde vorschweben, dass wir, wenn es denn gelingen soll, uns bei 6 Punkten verständigen müssen. Wir müssen uns verständigen, was das Arbeitsprogramm der Kommission betrifft. Das ist, glaube ich, unerlässlich. Wir müssen uns verständigen, wie die gemeinsame Haltung zu den Haushaltsberatungen sein wird. Wir müssen uns verständigen darüber, wie diese merkwürdige Kollaboration von 4 Fraktionen mit Streit umgehen soll, also ein Verfahren finden, wie wir Widersprüche behandeln. Wir müssen uns meines Erachtens darauf verständigen, wie wir demokratische Prozesse stärken, also wie wir zum Beispiel die Rolle des Europäischen Parlaments insgesamt institutionell stärken. Manfred Weber hat zum Beispiel während seines Wahlkampfes versprochen, er wolle das Initiativrecht des Parlaments einführen. Das kann man meiner Meinung nach auch ohne Änderung der Verträge tun, durch interinstitutionelle Verabredungen zwischen Parlament und Kommission. Das wäre eine wichtige Stärkung der Demokratie. Es wäre genauso eine wichtige Stärkung der Demokratie, wenn wir die Europäische Bürgerinitiative aufwerten könnten. Etwa dadurch, dass man ganz schlicht elektronisch Unterschriften sammeln kann dafür. Und dann werden wir uns auf 2 Personalien verständigen müssen. Die Person des oder der Kommissionspräsidentin und des oder der Parlamentspräsidentin. Das ist das, worüber wir reden müssen. Aus unserer Sicht als Grüne ist klar, dass in puncto Arbeitsprogramm Klima an allererster Stelle steht. Und das haben nun hinreichend viele gesagt, dass man anfangen kann, es zu glauben. Eine vernünftige Bepreisung von CO2, in welcher Form auch immer, wäre dafür ein entscheidender Punkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir als Grüne irgendeiner Verabredung zwischen den Fraktionen zustimmen, ohne dass das im Deal drin ist. Ich glaube übrigens auch nicht, dass es so ganz außerhalb der Diskussion ist in den Ländern, in denen jetzt nicht grün gewählt worden ist. Also in Polen zum Beispiel haben die Grünen zwar jetzt keine Europaabgeordnete durchgekriegt, aber sie haben an einer Koalition teilgenommen von 5 Parteien, die Bürgerplattform, die Sozialisten, die Liberalen, die Bauern und die Grünen, und haben dort das Energie- und Klimathema ziemlich hochgespielt. Und die neue Partei Wiosna in Polen hat auch das Thema des Abschieds von der Kohle in Polen zu einem Thema gemacht. Also auch in Polen zum Beispiel hat Klima eine größere Rolle gespielt als früher. Und ich glaube, das ist ein genereller Trend. Deswegen glaube ich, da haben wir den Wind in unseren Segel. Was die Frage der Außenpolitik betrifft, qualifizierte Mehrheit, ich bin sehr dafür. Ich glaube überhaupt nicht, dass wir das jetzt ohne Vertragsänderungen in absehbarer Zeit als generelles Prinzip durchsetzen können. Ich glaube trotzdem, dass wir da Fortschritte machen können. Erstens gibt es die sogenannte Passerelle-Klausel im Vertrag, die vorsieht, dass für die Themen, bei denen die Minister sich einmal einstimmig einigen, dass die für dahin nicht mehr mit Einstimmigkeit zu behandeln sind, für die kann man dann später mit qualifizierter Mehrheit operieren. Ich stelle mir vor, dass der Prozess so sein könnte, dass bei bestimmten Themen, bei denen die
Widersprüche nicht besonders groß sind, die Perspektiven sehr ähnlich sind, sich dann die Minister vielleicht tatsächlich verständigen für dieses Thema, weiß der Kuckuck, die europäische Namibia-Politik oder was, machen wir es in Zukunft nicht mehr einstimmig und setzen auf die Art und Weise Beispiele dafür, dass es eben auch funktionieren kann ohne Einstimmigkeit und versuchen dann immer mehr Territorium sozusagen unter dieses Prinzip zu bekommen. Zudem könnten die großen Länder, also jetzt die Führungsnationen Deutschland und Frankreich zum Beispiel, erklären, dass sie auf jeden Fall aufs Veto verzichten. Du kannst zwar zur Einstimmigkeit nicht gezwungen werden, aber du kannst dich verbindlich verpflichten, du legst kein Veto ein. Und da wollen wir mal sehen, wer sich auch noch stark genug fühlt, auch kein Veto einlegen zu müssen. Es könnte ja ein interessanter Wettbewerb werden. Also ich glaube, da kann man was hinkriegen. Und was die Ziele betrifft für die Außenpolitik, ich würde sagen, ganz vorne steht auf meiner Liste die Frage der Integration des Westbalkans. Das ist ein offenes Problem. Wenn wir das nicht schaffen in den nächsten 5 bis maximal 10 Jahren, das insgesamt zustande zu bringen, fürchte ich, bleibt das auf Dauer eine schwerende Wunde. Und man kann jetzt schon sehen, wie Russen und Chinesen und Saudis und Türken, also jetzt nicht die Leute, sondern die Regierungen, dort zunehmend sich einmischen und Unruhe stiften. Zweitens, glaube ich, sollte Europa seine gerade eben entwickelte Konnektivitätsstrategie ernst nehmen. Das heißt, selber Wege finden, in Infrastruktur zu investieren, in den Ländern, an die China sich mit dem Angebot seiner Seitenstraße wendet. Ich war in einer Diskussion mit der Finanzministerin von Indonesien, die gefragt wurde, was sie denn von der Seitenstraßenstrategie hält. Und hat sie geantwortet, geben Sie mir ein anderes Angebot, dann sage ich Ihnen, was ich von der Seitenstraße denke. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Drittens, glaube ich, sollte Europa sich große Mühe geben, eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit Afrika zu entwickeln. Dazu gibt es bestenfalls zaghafte Ansätze, aber nicht ein wirklich umfassendes Konzept. Ich finde, Europa sollte viel investieren darin, die Rolle des Euro international zu stärken. Das sieht man jetzt gerade wieder anhand des Iran-Konfliktes, was das bedeutet. Ich finde, Europa muss einen Weg finden, eine aktivere Außenhandelspolitik mit vernünftigen sozialen und ökologischen Standards zu verknüpfen. Und ich finde, Europa sollte im Bereich der Sicherheit vor allem als Spieler und Partner im Bereich Cybersecurity sich profilieren. Dazu hätten wir einiges zu bieten, was wir in anderen Sicherheitsfragen nicht haben. Das wären aus meiner Sicht so ein paar Prioritäten, die ich für die Außenpolitik sehe. Und letzte Frage zu den schwierigen Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommission. Das kann in der Tat ein größeres Problem werden als die populistischen und nationalistischen Parteien im Parlament. Allerdings ist das ja noch alles noch nicht gegessen. Also wir sagen zum Beispiel, die Kommissionspräsidentin, der Kommissionspräsident sollte gegenüber den Mitgliedsländern darauf bestehen, dass jedes Mitgliedsland 2 Personen vorschlägt, eine Frau und ein Mann. Das würde schon mal die Gelegenheit geben, jemand, der völlig unerträglich ist, eben ganz elegant zur Seite zu schieben. Ich fände das auch wichtig wegen der Geschlechterparität, aber das könnte auch da hilfreich sein. Zum Zweiten hat das Europäische Parlament schon mehrfach unakzeptable Kandidaten durchfallen lassen und das werden wir wieder tun müssen. Und gerade deswegen brauchen wir ein starkes Europäisches Parlament. Und drittens hat Juncker schon gezeigt mit der Strukturierung der Kommission 2014, dass man schon dafür sorgen kann, dass einzelne Kommissare ordentlich unter Kuratel gestellt werden. Da kann man in der Kommission Hierarchieebenen einbauen, die verhindern, dass jemand, der absolut gegen den Komment gehen will, da viel erreichen kann. Also da bin ich jetzt nicht so hundertprozentig das Kaninchen, das auf die Schlange starren will.
Ja, vielen Dank, lieber Reinhard. Ja, Applaus ist absolut angebracht. Wir sind am Ende nicht nur dieses Panels, sondern eines intensiven europapolitischen Nachmittags. Ich danke Ihnen allen und wünsche einen hervorragenden Abend und erinnere daran, dass Sie freundlicherweise schnell noch Ihre Kulis zücken und Ihre Bewertungen abgeben auf diesem Blättchen, das überall ausgeteilt wurde. Kommen Sie gut nach Hause und die Gruppe weiß, dass sie die Gruppe ist und wo sie sich trifft, nämlich hier unten. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen allen.